Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin froh, dass wir als die Fraktion, die den Schulkonsens hier auch im Parlament tragen, auch in dieser Frage das 12. Schulrechtsänderungsgesetz gemeinsam eingebracht haben. Meine Kolleginnen und Kollege Kaiser hat dann auch schon auf die Details sehr genau hingewiesen. Frau Hendricks hat das sehr ausführlich getan. Deswegen will ich mich hier auf die großen Linien auch beschränken. In der Tat sind es neben den Rechtsbereinigungen drei wesentliche Punkte, die uns hier gemeinsam mit auf dem Weg in die Anhörung begleiten. Das eine ist die Frage der Schulleitung. In der Tat ist das so, dass mit dem Schulrechtsänderungsgesetz 2006 vollkommen falsche Erwartungen gehegt worden sind bei den Schulkonferenzen, vor allen Dingen bei den Eltern. Die meinten, sie könnten jetzt über die Schulleitung bestimmen, und leider mussten sie dann in der Tat wahrnehmen, dass das Beamtenrecht diese Regelung nicht zulässt und dass natürlich die Bestenauslese greift. Das hat auch oft die Bezirksregierung in die Rolle des schwarzen Peters und des Sündenbocks hineinversetzt, die dann diese rechtlichen Regelungen auch durchsetzen mussten. Und um diese unschönen Situationen dann jetzt auch zu bereinigen, haben wir hier eine Neuordnung vorgenommen, die die Beteiligung, eine klare Beteiligung der Schulkonferenzen vorsieht, eine klare Beteiligung des Schulträgers vorsieht und dann eben auch deutlich macht, in welcher Rolle das passieren kann. Und es wird den Schulkonferenzen in Zukunft im Vorfeld noch mit mehr Informationen dann auch die Bewerberinnenlage dargestellt, sodass da auch eine entsprechende Entscheidung gefällt werden kann. Also Rechtsbereinigung in größerem Umfang auch hier, damit dann wirklich das Schulgesetz zu den rechtlichen Realitäten passt und auch alle Beteiligten wissen, wie es im Verfahren gut gehen kann. Der zweite Punkt ist in der Tat die dynamische Schulentwicklung, die wir in Nordrhein-Westfalen auf der Grundlage des Schulkonsenses feststellen können. Ich möchte an dieser Stelle, und wir haben das sehr bewusst gemacht, ja auch noch mal die Empfehlung der Bildungskonferenz ins Gedächtnis rufen, die wir jetzt in der aktuellen Runde noch mal bekräftigt haben, indem die Bildungskonferenz festgestellt hat, dass die Empfehlung vom Mai 2011 weiterhin Bestand hat. Ich will sie gerne zitieren. Jede Schule übernimmt die Verantwortung für den Bildungsweg der ihr anvertrauten Kinder und Jugendlichen. Es ist Aufgabe und Zielsetzung der Schule, gemeinsam mit den Eltern die von ihr aufgenommenen Kinder und Jugendlichen unter Wahrung der Bildungsstandards zumindest zum ersten von ihr angebotenen Abschluss Sekundarstufe 1 zu führen. Und das bleibt weiterhin die Aufgabe. Und wir haben in der Runde, in der Bildungskonferenz auch noch mal, das war sehr eindrücklich, feststellen können, dass wir das integrierte System jetzt in der Landesverfassung verankert haben und dass es genau zwei Wege für die Eltern gibt. Und es muss viel transparenter dargestellt werden bei der Anmeldung in die weiterführende Schule. Wo führt denn der Weg im gegliederten Schulsystem hin, falls es dann doch zu einer Entscheidung mit den Eltern kommt, dass die Schule verlassen werden sollte? Und deswegen ist es wichtig, dass wir gerade aufgrund der demografischen Entwicklung auch an den Standorten, wo es nur noch ein eingeschränktes Schulangebot gibt, die Frage der Hauptschulen, da hat der Kollege Kaiser darauf hingewiesen, dass dort die Kinder vor Ort weiter beschult werden können und dass die Schulen genau das auch rechtlich tun dürfen, was sie gerne tun wollen. Die Kinder ihrer Gemeinde gelingen zu beschulen in der Qualitätssicherung, da sind wir uns ja vollkommen einig. Das gilt für alle Schulen und alle Schulformen, dass wir da ein Auge drauf haben, aber dass vor Ort für die Kinder der Gemeinde Sorge getragen wird und dass die individuellen Bildungsverläufe, dass uns das wichtig ist und wir all diese Entscheidungen aus dem Blick der Kinder und Jugendlichen treffen, das ist das, was uns in diesem Gesetzentwurf auch eint. Und ich will zu dem dritten Punkt kommen, das ist in der Tat erstmal deklaratorisch, das nachzuvollziehen, was das Bundesverfassungsgericht uns aufgegeben hat in der Frage des Kopftuchparagraphen. Und wir werden auch hier in einen Diskurs hineingehen, das ist angedeutet worden, auch von Frau Hendricks und Herrn Kaiser, dass wir gemeinsam über die Auswirkungen des Bundesverfassungsgerichtsurteils auf der Perspektive Anhörung dann miteinander reden wollen, mit den Kirchen reden wollen, aber auch mit den muslimischen Verbänden reden und natürlich auch mit den Vertretern der jüdischen Gemeinden, sodass wir insgesamt darüber übereinkommen, wie wir das Schulgesetz gegebenenfalls an anderen Stellen in der Folge ausgestalten können und werden. Und was wichtig ist, dass das Bundesverfassungsgericht klargestellt hat, dass es hier keine Diskriminierung geben darf, eine rechtliche Gleichstellung. Das ist das Grundgesetz, so wie es das vorgesehen hat. Ich habe dieses Urteil schon erwartet.
dass es so kommen wird, weil wir über die Gleichstellung miteinander reden müssen. Wir sind in vielen anderen Diskursen da. Wir haben den islamischen Religionsunterricht hier im Land schon lange und deswegen haben wir auch einen festen Diskurs installiert mit allen Partnern, sowohl der muslimischen Verbände wie auch der Kirchen. Und auf diesen Weg werden wir uns jetzt machen. Und ich freue mich auf die Anhörung und die weiteren Beratungen gemeinsam hier im Haus.